Die These, die analoge Welt ist die wahre Welt. Da ist was dran. Trotzdem, und da bin ich halt doch Informatiker, ein bisschen kann man das Leben sich besser machen. Das ist ähnlich wie bei Corona auch. Ich glaube, die moderne Medizin kann man nicht in Bausch und Bogen verwerfen. Das hat Dinge ermöglicht, die vorher undenkbar waren. Wir haben die Kindersterblichkeit durch Hygienemaßnahmen runtergebracht und einige Krankheitsbehandlungen, ich spreche jetzt nicht unbedingt von Impfungen, haben die Welt besser gemacht. Und so muss man es hier auch sehen. Man muss das Digitale annehmen, was freiwillig sich ohnehin durchsetzen würde und was einem im persönlichen Leben hilft. Aber wir helfen Ihnen auch als AfD etwas konservativer als vielleicht andere Parteien. Nicht jede Propagandaeinrichtung. Digitalisierung ist immer gut, kritiklos zu übernehmen. Und ja, wenn man jetzt den Bogen übers Geld hinausschlägt in Richtung digitale Identitäten, da kann ich jetzt nur, und da muss ich einmal auf die direkte Demokratie hier in der Partei verweisen, sagen, ja, das ist unseren Mitgliedern bewusst. Und ja, sie haben es knallhart, gnadenlos, mit riesigen Mehrheiten inzwischen auf 3 Parteitagen abgelehnt, diesen Weg auch noch positiv zu sehen. Das ist nicht so. Und der digitale Euro wurde genau aus dem Grund abgelehnt, knallhart abgelehnt. Apodiktisch abgelehnt, egal ob programmierbar oder nicht programmierbar, weil man eben Angst vor dieser Überwachungswelt hat und vor dieser Steuerungswelt. Und ja, vielleicht sind wir zu konservativ, aber ich lasse mich hier nicht in die Dampfmaschinenverweigerer-Ecke stecken von 1850, weil diese Quantensprünge, also hier habe ich gerade einen aktuellen Artikel zufällig dabei, ganz aktuell aus dem Smart Investor, für den du auch schon geschrieben hast, staatliches Kontroll- und Überwachungsorgan. Und da steht irgendwo der Satz drin, dass es nicht mal so richtig klar ist, ob man diesen digitalen Euro überhaupt braucht. Die Vorteile sind nicht evident. Deshalb wird er höchstwahrscheinlich auch gar nicht unbedingt angenommen. Man braucht ihn nicht. Und am Ende dieser 4. industriellen Revolution steht die Vision einer Verschmelzung der biologischen, physiologischen und digitalen Identität des Menschen. Da bedarf es einer ganz starken Sensibilisierung, dass hier auch ganz erhebliche Überwachungsmöglichkeiten schon da sind. Uns ist eigentlich die Freiheit und auch die demokratische Kontrolle dieser Mechanismen abhanden gekommen. Am Ende ist das ein krasser Eingriff in unsere Personenfreizügigkeit, in unser Recht auf Anonymität. Und dann kann ich nur sagen, die analoge Welt ist die eigentliche Welt. Ja? Das darf man nicht vergessen. Wir haben eine kleine Premiere. Die Sendung findet heute mit Publikum statt. Wir haben eine Besuchergruppe aus Bayern. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Berlin in den Räumlichkeiten von dem Bundestag. Das Thema der Sendung lautet digitales Gefängnis. Es geht hier nicht nur um den digitalen Euro, der das Bargeld ersetzen soll, sondern wir wollen einen breiten Bogen schlagen über alle Bereiche, die digitalisiert werden und die uns in unserer Freiheit gefährden. Und dazu haben wir hochqualifizierte Fachleute eingeladen. Wir begrüßen zum einen erstmalig in der Sendung Dr. Henrik Hagedorn. Herr Hagedorn, Sie absolvierten ein Studium der Physik, dann ein Studium der Volkswirtschaftslehre und nach Ihrer Promotion hatten Sie eine Professur an einer privaten Business School in Berlin inne. Aktuell sind Sie Referent für den Fachbereich Haushaltspolitik hier im Deutschen Bundestag. Schön, dass Sie dabei sind. Dann begrüßen wir Herrn Dr. Daniel Hoffmann. Sie sind Finanzwissenschaftler, promovierten zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Ihre Diplomarbeit verfassten Sie zur künftigen Weltfinanzordnung. Aktuell sind Sie Referent für Finanzpolitik hier in Berlin. Herzlich willkommen in der Runde. Als nächsten Gast begrüßen wir Herrn Peter Böhringer, Abgeordneter aus Bayern. Sie studierten an der European Business School, sind in der 2. Legislatur hier in Berlin dabei. Abgeordneter der Alternative für Deutschland und stellvertretender Bundessprecher. Sie verfassten mehrere Bücher. Das wohl bekannteste Werk hat den Titel Holt unser Gold heim. Und mit dem gleichnamigen Verein ist es Ihnen gelungen, rund 50% des deutschen Staatsgoldes wieder aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. Herzlich willkommen in der Runde, Herr Böhringer. Und wir begrüßen den Gastgeber der heutigen Sendung, Dr. Rainer Rothfuß, ebenfalls Bundestagsabgeordneter aus Bayern. Sie studierten Geografie und hatten eine Juniorprofessur für Geopolitik an der Universität Tübingen inne. Sie sind Organisator der Friedensfahrten nach Russland und hier im Deutschen Bundestag unter anderem Mitglied im Ausschuss für europäische Angelegenheiten. Herr Dr. Rothfuß, herzlich willkommen.
Ja, vielleicht können wir einfach mal zu Beginn den digitalen Bereich abstecken. Wir haben es gesagt, digitale Gefahren, dass man eben einmal sammelt, welche Punkte das Leben betreffen und wo die Gefahren liegen und dass wir dann im Einzelnen in der Sendung auf diese Punkte eingehen. Lorenz, ich gebe Ihnen als Ersten das Wort. Aber vielleicht konzentrieren wir uns das, was vielen Leuten doch auch in der Partei am Herzen liegt und weit über die Partei hinaus. Das ist der digitale Euro. Die AfD hat sich schon recht früh mit diesem Thema beschäftigt, kommend aus dem eigentlich fast schon Gründungsthema Bargelderhalt. Bargeld sehen wir als Freiheitsrecht. Auch anonymes Bezahlen ist eigentlich ein Freiheitsrecht. Man kann da vielleicht gewisse kleine, ganz wenige Grenzen einziehen bei der Anonymität des Zahlens. Aber selbst das ist schon umstritten. Jedenfalls dieses Freiheitsrecht verteidigen wir eigentlich seit der Gründung der AfD. Und der digitale Euro, auch wenn er jetzt eigentlich erst seit 2018, 19, 20 ernsthaft diskutiert wird, Klammer auf, immer noch in der Pilotphase ist, hat uns auch schon deswegen früh beschäftigt, weil wir von Anfang an das Gefühl hatten, die Sorge hatten, dass das Bargeld zurückgedrängt werden soll. Natürlich sowieso durch Chiralgeld, was ja erstmal mit dem digitalen Euro nichts zu tun hat, reines Geschäftsbankengeld. Aber eben jetzt besonders, wenn, und da gehe ich jetzt schon ein bisschen rein, der digitale Euro einen Status als gesetzliches Zahlungsmittel bekommt und wenn peu à peu, was ja derzeit schon der Fall ist, die Geschäftsbanken die Bargeldnutzung zurückfahren. Und das könnte befördert werden durch einen digitalen Euro. Erstens mal auf Geschäftsbankenebene, weil dann plötzlich aber auch auf Kundenebene, weil dann plötzlich Kunden ein Konto in einer vermeintlich sicheren Währung, neue Währung, digitaler Euro haben. Mit Status gesetzlichem Zahlungsmittel, mit einer EZB, die ja angeblich nie pleite gehen kann, im Hintergrund. Das ist was anderes als irgendwie Giralgeld auf einer Geschäftsbank, ein Guthaben auf einem Konto einer Geschäftsbank, das verschwinden kann. Deshalb waren wir da kritisch von Anfang an. Es gibt ein paar, um mal mit den anderen Punkten anzufangen, ein paar positive Punkte, warum wir das vielleicht überlegt. Im Business-to-Business-Geschäft kann es theoretisch ein paar Vorteile bringen und die Unternehmen sagen natürlich, okay, wir könnten vielleicht auch irgendwie damit zahlen und wir wollen unsere Gelder sicher anlegen, sicherer als auf einer Geschäftsbank. Und wir haben ja vor 15 Jahren gelernt, dass Geschäftsbanken pleite gehen können. Aber das sind eigentlich relativ kleine Punkte. Die großen Punkte, die für die Partei immer eine Rolle gespielt haben, und ich bin ja Sprecher des Bundesfachausschusses Geld- und Währungspolitik, schon seit über 8 oder 9 Jahren jetzt, es hat uns immer beschäftigt und am Ende kam die Partei immer wieder zum Ergebnis, nein, wir wollen diesen digitalen Euro nicht. Erstens, weil er eben dem Bargeld das Wasser abgräbt und damit Freiheitsrechte einschränken kann, speziell wenn er auch noch programmierbar ist, wenn man die Menschen konditionieren kann, dazu kommen wir sicher gleich noch im genaueren Statements. Natürlich ist auch eine totale Überwachung dann nicht mehr weit, wenn das Bargeld immer weiter zurückgedrängt wird. Es gibt nicht den einen Tag X, an dem es Bargeld nicht mehr geben wird. Ich glaube, der Bettler da draußen kann auch relativ lange in Bargeld bezahlt werden, aber eben nur noch mit ganz kleinen Beträgen. Und deshalb glaube ich, dass es tatsächlich ernst ist. Hinzu kommt eben diese Steuerungsfunktion. Es geht über die reine Überwachung hinaus. Im Extremfall, wenn jeder nur noch digital zahlen kann oder fast nur noch digital zahlen, dann kann man ihn konditionieren und man kann ihm bei Wohlgefallen, zum Beispiel bei politischem Missfallen, die Zahlungsfähigkeit, Liquidität abknipsen und damit am Ende den sozialen, gesellschaftlichen Status, am Ende sogar die physische Existenz. Und das ist natürlich ist das weit vorausgedacht und man ist dann schnell der böse Verschwörungstheoretiker, aber es ist nicht so weit weg. Das ist die eine Seite und wir haben uns das sehr früh, ich habe hier alle Programme dabei, seit 2019 stand diese Formulierung schon im Europawahlprogramm, im damaligen Europawahlprogramm. Aus dem gläsernen Bankkunden würde der gläserne Mensch volle Überwachung bis hinein in private, ja intime Lebensmöglichkeiten mit einem freiheitlichen Rechtsstaat wäre das alles nicht vereinbar. Und wir haben das sogar noch nachgeschärft. Und zwar gar nicht so sehr mein Fachausschuss. Wir haben das uns immer zu eigen gemacht. Aber auf 2 Parteitagen ist diese Formulierung noch verschärft worden. Soweit sie Mitglied sind, sogar von Ihnen, von der Basis auf Parteitagen. Es ist also völlig eindeutig, selbst wenn es ein paar kleine Vorteile gibt vom digitalen Euro, sind wir aus diesen Gründen dagegen. Und der dritte und letzte Grund ist, dass man in der Zeit der Negativzinsen auch negative Zinsen weitergeben könnte, zwangsweitergeben. An Menschen, an Sparer, die vielleicht sonst fliehen würden in Bargeld oder in andere Dinge, vor allem in Bargeld. Das geht dann auch nicht mehr.
in einer rein elektronischen Welt. Also hier ist unsere Parteibasis sehr skeptisch, auch wenn man durchaus Gegenargumente finden kann. Ich lasse es mal so bei. Ach so, okay. Zum Thema Bitcoin möchte ich doch auch noch einen Satz sagen, gleich am Anfang. Der Bitcoin hat mit dem digitalen Euro erstmal ganz, ganz wenig zu tun. Er ist eine Kryptowährung, das ist technisch was anderes. Der digitale Euro ist keine Kryptowährung. Wir sind ideell für den Bitcoin, aber wir glauben rein politisch, und das ist jetzt die absolute Kurzfassung, ich kann das auch länger ausführen, dass man dem Bitcoin am besten dadurch dient, als ideelle staatsferne Währung, indem man ihn gar nicht reguliert, indem man ihn von Regulierung frei hält. Das ist unser Unterschied zur FDP. Frank Schäffler, der da zuständig ist, möchte den Bitcoin regulieren, was in meinen Augen ein Disservice ist, also nachteilig für den Bitcoin. Das darf man überhaupt nicht verwechseln. Wir haben aus dem Grund und wirklich nur aus diesem Grunde keine Regelung im Parteiprogramm zum Bitcoin, sind aber grundsätzlich ideell dafür. Zum digitalen Euro haben wir eine andere Meinung, sind wir dagegen. Okay, vielen Dank. Habe ich notiert, digitaler Euro. Herr Dr. Hagedorn, welche Bereiche werden noch digitalisiert? Also ich denke an die Heizung zu Hause, Ablesegeräte. Was sehen Sie noch? Wo sehen Sie noch Gefahr? Ja, die Heizung ist zurzeit in aller Munde. Da wird sehr viel, also manche Leute träumen ja davon, sozusagen dann auch den Heizungskiller der Menschen überwachen zu können. Aber ich denke, man muss auch vielleicht sogar nicht nur gucken, was jetzt alles noch kommt, sondern auch was alles schon da ist. Wir haben nämlich eigentlich schon eine weitgehende Digitalisierung in ganz vielen Bereichen, auch insbesondere gerade beim Zahlungsverkehr. Also es wird inzwischen so viel über, sag ich mal, bargeldloses Zahlen abgewickelt, dass sozusagen das Bargeld auch ohne jegliches Zutun der Zentralbank erheblich auf dem Rückzug ist. Und da bedarf es überhaupt keiner Regulierungen, gar keiner Gesetzentwürfe, sonst irgendwas, sondern es sind eigentlich die Verbraucher selbst, die, naja, sag ich mal, aus Bequemlichkeit oder aus vermeintlichen Vorteilen immer weiter darauf verzichten. Und da ist eben auch schon unglaublich viel passiert. Das Bargeld nimmt schon immer wieder geringere Rollen ein. Und insofern sind es die Menschen auch zum großen Teil selbst, die das Bargeld abschaffen. Und sie machen es, sag ich mal, dann einem Regulator, der möglicherweise das Interesse hätte, das Bargeld abzuschaffen, am Ende auch sehr leicht. Ja, und da muss man eben eigentlich auch das Bewusstsein schärfen für die Dinge, die schon passiert sind oder die aktuell passieren. Es ist nicht nur, dass sozusagen da am Horizont irgendwo der digitale Euro auftaucht, sondern eigentlich ist die Sache schon längst unterwegs. Und wenn ich mir überlege, was das noch, dass im Prinzip wir alle mit einer Apple-ID unterwegs sind oder zumindest sehr viele Menschen mit einer Apple-ID unterwegs sind oder einer Google-ID. Das sind ja auch schon digitale Identitäten, da steckt sehr viel Information drin und da bedarf es einer ganz starken Sensibilisierung, dass hier auch ganz erhebliche Überwachungsmöglichkeiten schon da sind. Ja, und das ist schon aktuell. Herr Dr. Hoffmann, wenn noch Bargeld da ist, also bar zahlen, ja, manche Leute fragen sich Mitte des Monats, Bargeld ist eh schon weg, also da kann ich eh nichts mehr bezahlen. Wo haben Sie denn? Ich habe gerade Notizen gemacht. Was sehen Sie noch als Gefahr? Ja, wir haben jetzt schon gehört, das Thema digitaler Euro ist höchst aktuell und wird von der EZB vorangetrieben. Man sollte das aber im größeren Kontext sehen. Wir sprechen auch von der sogenannten Tokenökonomie, von einer Tokenisierung, insbesondere ich bin ja von Finanzen, des Finanzsektors, wo es in Zukunft keine Wertpapiere in Form von Papier, in physischer, analoger Form mehr geben wird, sondern alles nur noch in digitaler Form. Also ähnlich wie das Geld digitalisiert ist über DLT-Technik, dann auch die Wertpapiere. Das wiederum ist Teil der großen Menge industrieller Revolution. Wir stehen vor einer vierten industriellen Revolution, wie das World Economic Forum schon 2016 festgestellt hat. Was bedeutet das? Durch 5G und Digitalitäten wird das Internet der Dinge möglich. Auf diese Weise kann man alles und jeden miteinander vernetzen und gewaltige Produktivitätsfortschritte erreichen. China hat ja den Plan, bis 2049 zur führenden Industriemacht der Welt geworden zu sein. Insbesondere, indem sie die vierte industrielle Revolution nach vorne treibt. Also es kommt auf jeden Fall. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen keine Dampfmaschinen einführen, wir bleiben bei Pferdefuhrwerken, weil uns das nicht gefällt mit dem Qualm und der Geschwindigkeit in den Unfall gefahren, dann werden wir zukünftig abgehängt werden. Von der führenden Industrienation der Welt zu einer abgehängten Industrienation der Welt. Daher ist mein Petitum als Finanzwissenschaftler, wir müssen die Chancen sehen, aber auch die Risiken und das Ganze dann in die richtigen Bahnen lenken. Ein Beispiel dafür, die BRICS-Staaten haben ja den Anspruch, sich zu entdollarisieren. Ein großes Problem dabei ist der Zahlungsverkehr. Die meisten internationalen Zahlungsverkehrssysteme sind auf Dollar und Euro ausgerichtet, Tage 2 zum Beispiel Euro. Sodass, wenn man etwas in
chinesischer Yuan abwickelt oder indischer Rupie, ist der Aufwand, es zu tun, extrem hoch. Man geht indirekt über den Dollar. Sodass die BRICS-Staaten jetzt vorhaben, eine digitale BRICS-Staaten-Zahlungsverkehrslösung zu finden, was aus deren Sicht toll ist, weil sie weg vom Dollar können. Umgedreht ist das verbunden mit all den Überwachungsmöglichkeiten, die wir auch beim digitalen Euro sehen. Da ist jetzt die Frage, ist das gut oder schlecht? Die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China und so weiter, sagen, es ist gut für uns. Wir sagen hier in Europa vielleicht, wozu brauchen wir das Ganze? Wir haben doch Dollar und Euro und wir haben einen digitalen Zahlungsverkehr. Ich kann mit der Karte bezahlen an der Kasse. Wozu brauche ich jetzt noch zusätzliche Möglichkeiten? Daher, es gibt viele Probleme, aber auch Chancen und das gilt es abzuwägen, um nicht zukünftig abgehängt zu werden. Ich denke, das ist genau der Punkt, wo ich auch einsteigen wollte. Ich interessiere mich ja hauptsächlich für Geopolitikanalyse und da denkt man zuerst mal nur an die Frage, ja, der Machtbalance, der Ausweitung von Einflusssphären, der Konkurrenz zwischen Regional- und Großmächten etc. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass die Digitalisierung und auch die Technifizierung des gesamten gesellschaftlichen Lebens letztendlich zu solchen Umbrüchen führen kann, dass auch die gesamte Art der gesellschaftlichen Organisation, auch der staatlichen Steuerung, sich komplett verändern könnte. Und dann wird das Thema natürlich auch geopolitisch gesehen hochrelevant. Und ich möchte es mal mit dem Begriff technopolare Weltordnung zusammenfassen. Den hat Dr. Ian Bremmer aus den USA geprägt, diesen Begriff. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass es in der aktuellen geopolitischen Konkurrenzsituation nicht nur darum geht, Vorherrschaft der USA versus Aufstieg der BRICS-Staaten, sondern es geht tatsächlich auch darum, wird vielleicht das verstärkte Setzen auf technologische Lösungen, wie wir es gerade schon angerissen haben, dazu führen, dass der Zugang zu Technik und wer die Technik steuert und kontrolliert, letztendlich Weltmacht konstituiert. Und wer dann die Macht hat, das ist noch gar nicht so genau absehbar. Ist es dann irgendein Big-Tech-Konzern oder mehrere? Ist es ein globales Gremium wie die WHO, hinter der wieder Interessen stecken, Lobbyisten stecken? Ist es die EU, die jetzt die digitale Identität einführt, ganz aktuell? Das ist noch gar nicht so genau auszumachen, aber Fakt ist, dass diese technologischen Möglichkeiten das weltweite Zusammenleben und auch die Steuerung unseres Zusammenlebens durch die Politik komplett verändern wird. Und wir sehen, dass da sehr viele Akteure am Werke sind. Also auf der einen Seite haben wir China zum Beispiel als bekannten Überwachungsstaat, wo über 1 Milliarde Überwachungskamera, KI-gesteuerte Gesichtserkennungssoftware etc. eine totale Überwachung der Menschen zulässt. Dann könnte man sagen, okay, China ist letztendlich der Treiber dieses Überwachungssystems. Aber nein, wir haben auf der anderen Seite auch ein Konglomerat von westlichen Konzernen, die auch an Projekten arbeiten wie ID 2020, wo letztendlich losgelöst von staatlichen Einwohnermeldeämtern etc. digitale Identitäten geschaffen werden sollen, die in privater Hand sind, also in privatwirtschaftlicher Hand sind und wo auch tatsächlich schon in Bangladesch im Zuge von Impfaktionen verknüpft eben mit Gesundheitsdaten 100 Millionen digitale Identitäten im Rahmen von ID 2020 ausgestellt worden waren bis zum Jahr 2020. Also das heißt, das ist schon 3 Jahre her. Das sind Entwicklungen, die kriegen wir so gar nicht richtig mit, werden gar nicht offen diskutiert. Das sind aber totale Umbrüche, die sich da anbahnen. Und weswegen ich das jetzt auch sehr gut finde, dass wir da mal ein bisschen die Stränge zusammenführen, weil es geht eben um Finanzen, es geht um Gesundheit, es geht um Identität, Zusammenführung, all dessen. Und seit der Corona-Zeit wissen wir, dass die Entwicklungen sehr schnell und überhastet uns überrumpeln können. Und wir dann am Ende merken, Moment, uns ist eigentlich die Freiheit und auch die demokratische Kontrolle dieser Mechanismen abhanden gekommen. Ja.
Also Rainer, es ist gut, dass du den letzten Satz gerade noch gesagt hast, weil davor waren wir das zu neutral ausgedrückt. Du hast eine Welt beschrieben, die zwar tatsächlich kommen könnte, für viele hier dystopisch ist, weit weg vom Menschen ist, weit weg von der Freiheit ist, nicht zufällig von China ausgeht, nicht zufällig von globalen Tech-Konzernen ausgeht. Und erst am Ende hast du im letzten Satz den Bogen geschlagen, ja, so ganz glücklich sind wir mit der Entwicklung aber nicht. Und das ist mir ganz wichtig. Und da reicht mir das Dampfmaschinen-Argument nicht. Da komme ich gleich noch zu. Also zunächst mal ist richtig, ich wusste ja nicht, wo das jetzt hinführt, diese Debatte. Wir haben ja einen sehr großen Bogen geschlagen. Also Geld ist Macht, war immer schon so. Es war seit der Antike so. Seitdem es Geld gibt, wurde versucht, Geld zum Machtinstrument zu machen. Man hat versucht, sogar das physische Gold- und Silbergeld zu wippen und zu kippen und zu verdünnen, so dass man mehr davon nutzen kann mit weniger Material. Das ist immer schon so gewesen. Man hatte alle Machtpotentaten haben, soweit es ihnen irgendwie möglich war, schon seit Hunderten und Tausenden von Jahren versucht, über Geld Macht zu erlangen. Und das wird hier beim digitalen Euro nicht anders sein. Aber ich kann dir nur sagen, die normative Kraft des Faktischen reicht mir hier nicht als Argument. Nur weil die BRICS das anstreben, das C in BRICS ist China. Und natürlich, du hast es völlig richtig dargestellt, Rainer, stecken die US-Konzerne mit unter einer Decke. Übrigens, schöne Parallele zu Corona. Das Wuhan-Labor wurde auch von China und US-Konzernen, Militärkonzernen gemeinsam betrieben. Also es ist nicht so ganz zufällig, diese komische Melange, die auf ein bisschen komisch für Außenstehende und Nicht-Informierte wirken muss, weil ja immer so diese Frontstellung Westen gegen Russland und China aufgemacht wird. So einfach ist die Welt nicht mehr. Aber ich will jetzt nicht zu sehr in die Geopolitik verirren. Wichtig ist, dass der Zahlungsverkehr, auch der moderne Zahlungsverkehr, keinen digitalen Euro braucht und keine, eine digitale Währung vielleicht schon, aber die digitale Währung muss nicht zwingend supranational sein. Und die digitale Währung, du hast es selbst erwähnt, für in Form von Kartengeld, in Form von Giralgeldzahlung oder Kartenzahlung ist ja schon da. Das ist seit Jahrzehnten da. Also ich sehe den Quantensprung hier an dieser Stelle nicht, abgesehen von dem Argument, was ich selbst gebracht habe und was ja auch offiziell ist. Es ist sicheres Geld, weil die Bank dahinter, die EZB, eigentlich nicht pleite machen kann. Also das ist der einzige Vorteil gegenüber dem heutigen Kartensystem. Und ja, wenn man jetzt den Bogen übers Geld hinausschlägt in Richtung digitale Identitäten, da kann ich jetzt nur, und da muss ich auch mal auf die direkte Demokratie hier in der Partei verweisen, sagen, ja, das ist unseren Mitgliedern bewusst. Und ja, sie haben es knallhart, gnadenlos, mit riesigen Mehrheiten, inzwischen auf 3 Parteitagen abgelehnt, diesen Weg auch noch positiv zu sehen. Das ist nicht so. Und der digitale Euro wurde genau aus dem Grund abgelehnt, knallhart abgelehnt, apodiktisch abgelehnt. Egal ob programmierbar oder nicht programmierbar, weil man eben Angst vor dieser Überwachungswelt hat und vor dieser Steuerungswelt. Und ja, vielleicht sind wir zu konservativ, aber ich lasse mich hier nicht in die Dampfmaschinenverweigerer-Ecke stecken von 1850, weil diese Quantensprünge, also ich gerade einen aktuellen Artikel zufällig dabei, ganz aktuell aus dem Smart Investor, für den du auch schon geschrieben hast, staatliches Kontroll- und Überwachungsorgan. Und da steht irgendwo der Satz drin, dass es nicht mal so richtig klar ist, ob man diesen digitalen Euro überhaupt braucht. Die Vorteile sind nicht evident. Deshalb wird er höchstwahrscheinlich auch gar nicht unbedingt angenommen. Man braucht ihn nicht. Deshalb sind wir auch in der Pilotphase. Die Geschäftsbanken selbst sind höchst skeptisch bei diesem Thema und haben Angst, dass ihr Geschäftsmodell von der EZB kaputt gemacht wird, weil der Einlagengeschäft leiden könnte. Also das ist noch gar nicht so ausgemacht, auch wenn ich in vielen Veranstaltungen auch der AfD darauf angesprochen werde. Ist das denn nicht eine riesige Gefahr? Ja, es ist eine Gefahr, aber eigentlich mehr für unsere Freiheit. Und deshalb finde ich die konservative Einstellung unserer Basis an der Stelle, ehrlich gesagt, recht sympathisch. Ich teile die auch und als Sprecher des BFA 2 fördere ich die auch. Stichwort nochmal, BRICS-Staaten, Dollar-Hegemonie, die langsam dahin zu sichern scheint. Ja, wie ordnen Sie das in den Gesamtkontext ein, Herr Dr. Hoffmann? Also vielleicht darauf aufbauen sozusagen die Beantwortung. Insbesondere im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, da bestehen die bisherigen Probleme für die Nicht-Dollar- und Euro-Länder. Da bringt es riesige Fortschritte. Und es gibt ja nicht nur programmierbares Geld, es gibt auch programmierbare Zahlungen. So wie wir jetzt schon sagen können, bitte einmal im Monat den Mieter automatisch beweisen, kann man dann zukünftig über Smart Contracts alle möglichen Konstellationen an Zahlungen machen. Ich komme mit dem Auto irgendwo an, Mietauto, gebe das da ab, es wird sofort alles verrechnet. Es gibt sehr viele Anwendungsfelder, die dann reif sind, wenn die 4. Industrielle Revolution vollgreift. Noch ist nicht der Fall. Ich finde es auch sympathisch, diese Grundkritik. Gerade weil diese Probleme der Überwachung bestehen, der digitalen Tyrannei und so weiter und so fort. Was wir eben insbesondere im Zeiten des Corona-Wahnsinns gut beobachten konnten. Also da sind wir auch gar nicht so weit auseinander. Aber ich sage, ich plädiere nur dafür, auch gewisse Vorteile zu sehen, bevor wir komplett abgehangen werden. Am Beispiel der BRICS-Staaten eben, die haben andere Probleme, also nehmen sie diese Lösung eher an.
Sie haben das grenzüberschreitende Zahlungsverkehrsproblem. Russland wurde 2022 am Anfang des Ukraine-Krieges vom Westen sanktioniert. 300 Milliarden Währungsreserven wurden eingefroren. Warum konnten sie nichts dagegen tun? Es war alles bei westlicher Zahlungsverkehrsinfrastruktur gebucht sozusagen. Und wenn sie vom TWIFT-System ausgeschlossen werden, können sie zunächst erstmal nicht mehr am modernen Zahlungsverkehr teilnehmen. Es sei denn, sie haben was Eigenes. Daniel, lass mich da mal reingehen, bitte. Ja, gerne. Ich gebe dir sofort wieder das Wort. Aber was du alles beschreibst, ist das Zahlungssystemproblem. Das ist nicht der digitale Euro, das ist auch keine digitale BRICS-Währung, die meines Wissens auch gar nicht geplant ist im Moment. Die BRICS müssten, konjunktiv, erstmal weg von ihren nationalen Währungen. Erst dann können sie eine übergreifende supranationale BRICS-Währung einführen. Das ist aber überhaupt nicht deren Plan im Moment. Die ganzen Vorteile, die du gerade beschreibst, kann man ohne diese digitale BRICS-Währung haben. Beziehungsweise sie müssen erstmal die nationale Denke zwischen Rubel und Renminbi und brasilianischem Real überwinden, um dann darüber nachdenken zu können. Aber da ist überhaupt kein, das ist eine ganz andere Debatte, das hat mit Technik gar nichts zu tun. Da geht es um nationale Souveränität, um Geldschöpfungsmacht und hat nichts mit der Technik zu tun. Ja, zumindest auf G20 und BITS-Ebene, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, arbeitet man ja an der sogenannten M-Bridge, Multicurrency-Brücke sozusagen, wo eine DLT-basierte Schnittstelle gebastelt wird, worüber man dann nationale digitale Gelder in Bruchteil von Sekunden austauschen könnte. Okay, das ist eine Konvertierung dann. Also ja, in dem Sinne, Zahlungsverkehrssystem ist vielleicht noch besser ausgedrückt. Mhm. Aber was die Frage, was man durch das System durchschleust, herkömmliches Geld oder digitales Geld? Und da sind halt spannende Entwicklungen, die auch nicht so publik sind, deswegen ist es denen am wenigsten so geläufig. Und wir sollten es zumindest im Auge behalten. Okay. Da möchte ich auch vielleicht ganz kurz anknüpfen noch. China ist ja auch bei der Entwicklung einer zentralen Digitalbankwährung schon sehr weit fortgeschritten. 2021 gab es beim E-Yuan schon 250 Millionen Nutzer und 50 Millionen Geschäfte, die angeschlossen waren an dieses System. Das ist also ein Zahlungssystem, was noch on top kommt zu den bisherigen mit Apple Pay etc. vergleichbaren Systemen, also WeChat Pay etc., die jeweils auch schon 800 Millionen Nutzer hatten. Da gibt es zwei Systeme in China. Und da sieht man, dass die BRICS-Staaten da teilweise schon weiter sind in dieser Systematik über digitale Zentralbankwährung eben dann auch letztendlich die Grundlage zu schaffen, dass SWIFT als Austauschsystem umgangen werden kann. Und aber ich denke, dass wir schon auch stärker auf die EU selbst schauen sollten, weil uns da jetzt direkt die Gefahr droht und wir auch als Deutschland versuchen sollten, eben als souveräner Akteur hier gegenzusteuern. Wir selbst sagen ja als AfD, Austritt aus der EU ist unser Ziel, weil wir erkannt haben, dass unsere Freiheitsrechte geschleift werden, die Bevölkerung letztendlich nicht mehr am Steuer sitzt, sondern die EU über Verordnungen alles Mögliche regeln kann, was dann danach als Fakt und leider nicht hinterfragbar und nicht mehr diskutierbar dargestellt wird. Und da gab es zum Beispiel am 8. November die Verabschiedung einer Verordnung, EIDAS 2.0 wird sie auch genannt. Und da wurde zum Beispiel geregelt, die Bedingungen für die Einführung einer ID-Wallet, also eine Art Geldbeutelsystems beziehungsweise einer Brieftasche, wo dann verschiedene digitale Funktionen auch drin verortet werden können. Und das ist die Grundlage schon mal für die Nutzung tatsächlich der digitalen Zentralbankwährung. Es wurde festgelegt, dass bis 2026 die Mitgliedstaaten das anbieten müssen, diese ID-Wallet. Bis 2030 soll jeder Bürger diese Wallet haben können. Und es wurde aber auch zum Beispiel festgelegt, dass im Internetverkehr in Zukunft der Staat die Möglichkeit haben muss, überwachen zu können. Also das heißt, was bisher unsere Sorge war, dass große Datenkraken wie Google, Facebook und so weiter unsere Daten aufsaugen, das wird jetzt an den Staat übertragen. Also es soll durch ein System, Quax nennt sich das, soll sichergestellt werden, dass Browser in Zukunft oder auch Social Media Plattformen die Möglichkeit schaffen müssen, dass ein Verschlüsselungssystem genutzt wird, wo der Staat jederzeit auch Zugriff drauf bekommen kann.
Und das heißt jetzt, wenn wir das beides verknüpfen, die Zahlungsfunktion mit einem digitalen Zentralbank-Euro und dieser staatlichen Zugriffsmöglichkeit, dass theoretisch dann auch der Staat auf alle Zahlungsvorgänge des einzelnen Bürgers verknüpft mit seiner digitalen Identität zugreifen kann. Und dann wird es eben gefährlich hier bei uns in der EU, und da müssen wir gar nicht nach China schauen, weil dann letztendlich alle Möglichkeiten offen sind, zum Beispiel Zahlungsverkehr zu überwachen im Punkto CO2-Emissionen. Also wenn ich eben bezahlt habe an der Tankstelle, bedeutet es was anderes, als wenn ich einen veganen Burger gekauft habe. Das kann dann letztendlich alles damit verknüpft und auch errechnet werden. Es kann theoretisch auch so programmiert werden, dass ich weiß, wo hat der Nutzer bezahlt. Also das heißt, ich kann den Aktionsradius von Menschen theoretisch einschränken. Und da haben wir die Diskussion über die 15-Minute-Cities, was ja schon ganz akut ist. Also wir machen da wirklich die Büchse der Pandora auf. Und da sind wir als Wächter hier im Bundestag durchaus gefragt, die Alarmglocken zu läuten, weil Digitalisierung generell wird überall nur als positiv und modern und bequem und so diskutiert, aber nie problematisiert. Vielleicht und in zwei Sätzen mal eben die 15 Minuten statt. Genau, also das ist ein Konzept, was von der UNO und auch World Economic Forum stark propagiert wird, dass Städte zukünftig in Nahversorgungsgebiete aufgeteilt werden, sogenannte 15-Minuten Erreichbarkeitszonen, und da gibt es den Vorreiter Oxford. Da haben die Grünen im dortigen Stadtrat in England durchgesetzt, dass also Poller in die Straßen eingesetzt werden, die quasi diese Stadtbezirke 6 an der Zahl dort abgrenzen. Und der Bürger kann dann auf Antrag zweimal die Woche diese Poller runterfahren, mit seinem Privat-Pkw durch und in einen anderen Bezirk einfahren. Ansonsten muss er laufen, Fahrrad nehmen oder auch Taxi, Bus. Das ist immer möglich, dann sein Stadtgebiet zu verlassen, aber mit dem privaten Pkw nur zweimal pro Woche auf Antrag. Das ist die Beschlusslage. Und dieses Konzept wird überall propagiert jetzt als besonders ökologisch. Und wenn wir das dann verknüpfen mit dem Kontrollwahn und den Kontrollmöglichkeiten, die durch die Digitalisierung an die Hand gegeben werden, dann sehen wir da auf jeden Fall rot. Da wird die Welt sehr klein, ja. Das ist die Gefahr. Dr. Hagedorn, Sie wollten was sagen? Ja, ich denke, das ist alles. Oder ich möchte mal zurückfragen, inwiefern unterscheidet sich denn diese Welt, die Sie jetzt da gerade skizziert haben, von dem, was heute schon möglich ist? Also, denn wenn man sich anschaut, da wird heute schon wahnsinnig viele Daten zusammengeführt. Ja, also ich sage auch nun mal das Stichwort Klimageld, was jetzt beispielsweise irgendwann ausgezahlt werden soll, wenn es denn die Regierung so umsetzt, ja. Aber auch da werden schon Daten zusammengezogen. Da werden Steuerdaten zusammen, Bankdaten, Einwohnermeldedaten und so weiter zusammengefügt. Möglicherweise Heizdaten. Irgendwann wird alles schon zusammengezogen, findet heute schon statt. Und da brauchen wir überhaupt den digitalen Euro, und die digitale ID ist dabei noch gar nicht mal berührt. Ja, also inwiefern unterscheidet sich sozusagen dieses Konzept dann jetzt nochmal von dem, eigentlich schon, oder was Sie gerade andiskutiert haben? Na gut, ich denke mal, ein Unterschied ist die Frage der Freiwilligkeit. Wenn irgendwann das Bargeld einfach abgeschafft wird, dann hat man keine andere Wahl. Wenn man am Wirtschaftsleben teilnehmen will, muss man auf dieses System umsatteln, und dann macht man sich theoretisch kontrollierbar. Das ist, denke ich mal, der wichtigste Punkt. Und es ist einfach so, wir müssen diese ganzen Entwicklungen versuchen zu verknüpfen, in die Zukunft zu schauen. Auch das Konzept Smart City wird immer so positiv in den Raum gestellt. Jeder will Pilotstadt sein für Smart City. Und Professor Stefan Lorenz-Sorgner zum Beispiel hat definitiv gesagt, Smart Cities brauchen den geupgradeten Menschen. Also er argumentiert, diese Menschen, die in Zukunft in Smart Cities leben, die müssen auch Sensoren implantiert haben, um letztendlich Daten zu liefern, dass die Smart City optimal gesteuert werden kann. Und dann sind wir wieder bei der industriellen Revolution 4.0, die auch landläufig so als was ganz Positives dargestellt wird. Alles wird noch moderner und schneller. Aber es ist letztendlich tatsächlich die Verschmelzung von Mensch und Technik, wie es Klaus Schwab auch schon 2016 in seinem Buch dargelegt hat. Also ich habe da ein schönes Zitat. Und da heißt also, die vierte industrielle Revolution, da werden Geräte in den Körper implantiert. Sie dienen der Kommunikation, der Ortung, der Verhaltensüberwachung und medizinischen Zwecken. Implantierte Geräte dürften auch dazu dienen, Gedanken, die üblicherweise verbal kommuniziert werden, durch eingebaute Smartphones zu übermitteln. Und das sind jetzt Worte, wie gesagt, von Klaus Schwab 2016. Das sind die Vordenker, die sich ausmalen, wie könnte die Welt der Zukunft aussehen.
Also vielleicht nochmal ganz kurz eben Klimageld. Können Sie das nochmal ganz kurz erklären? Nein, da müssen wir ganz kurz. Ich muss vor dem Klimageld ja noch reingehen. Nochmal, ich habe das vorhin schon gesagt, Rainer. Du rezitierst das so, als ob das das Normalste der Welt sei. Du hast gerade eine Dystopie erklärt, ja? Richtig. Es ist zwar richtig, dass die teilweise schon da ist, und es ist auch richtig, dass sie nicht nur am digitalen Euro und an der digitalen Währung hängt, dass sie an ganz anderen Dingen hängt. Da habt ihr völlig recht. Aber wir können hier nicht alles kritisieren. Also was du hier gerade gesagt hast, erweiterter, verbesserter Mensch, das ist die sozialistische Sprache, die auch immer den neuen Menschen haben wollten. Und Chip-Implantate, da ist man nicht mehr so weit weg von anderen Dingen, die man nicht in seinen Körper haben wollte in den letzten drei, vier Jahren bei der Corona-Zeit. Also wir sind apodiktisch dagegen und das muss ausgesprochen werden. Das muss ausgesprochen werden. Wir sind deswegen keine Fortschrittsverweigerer. Im Gegenteil, das ist kein Fortschritt. Das ist ein Wahnsinn in Richtung menschlicher Totalüberwachung und Steuerung. Und nein, wir sind dagegen. Und wenn das Kollateralschäden hat im Sinne von, es ist nicht ganz so super einfach, Geschäfte zu machen, sondern nur so einfach, wie es in den letzten 30, 40, 50 Jahren halt auch schon war, dann leben wir damit. Volle Zustimmung. So, jetzt noch mal ganz kurz. Ja. Bürgergeld ist bekannt, was ist Klimageld? Ja, ich komme gleich darauf zurück. Ich wollte aber eins sagen. Also, wenn diese Dystopie jemals irgendwann greifen könnte oder sollte, ja, dann glaube ich, dass es vielfach auf Freiwilligkeit basieren wird. Ja, man wird die Menschen gar nicht unbedingt sofort zwingen, das alles zu machen. Jetzt hier setz dich da hin und hier kommt der Chip in dein Handgelenk. So wird es nicht passieren. Sondern es wird eher so sein, dass man Anreize schafft. Man wird sagen, schau mal, wie praktisch das ist. Und wenn du das machst, dann... Was aber auch ein politischer Vorgang ist, ja, diese Anreize zu setzen. Habe ich ja gar nicht bestritten. Auch das kann man kritisieren und ändern. Ich wollte gerade dahin kommen, ja. Aber jedenfalls ist es eben so, dass die Menschen dann eben sozusagen freiwillig mitmachen werden an vielen Stellen, ja. Weil sie eben möglicherweise sich Vorteile oder finanzielle Vorteile versprechen. Und da sind wir beim Punkt Klimageld. Da wird es nämlich genauso laufen. Ja, wer wird denn sozusagen, wenn es heißt, Sie können sich jetzt hier vom Staat künftig so und so viel 100 Euro im Monat überweisen lassen auf Ihr Konto, wer wird sich denn dann nicht freiwillig seine Daten dort hinterlegen und sagen, hier ist übrigens meine Steuer-ID, hier ist meine Bankverbindung, hier ist meine Meldedaten und so weiter, bitte überweisen Sie mir. Das werden die meisten werden das machen. Warum? Weil sie auch gar nicht mehr die finanziellen Kapazitäten haben, um auf dieses Geld überhaupt zu verzichten, so leicht. Ja, auch die Verarmung der Bevölkerung spielt da eine ganz große Rolle, dass sie sozusagen dann auch bereitwilliger werden, an solchen Dingen teilzuhaben. Und deswegen muss man halt wirklich appellieren, dass man sagt, wir müssen uns dem, also es wird von jedem sehr viel Kraft kosten, ja, sich dem zu widersetzen. Und das muss man auch klar machen, da kann die Politik gar nicht unbedingt nur dagegen halten, sondern es sind vor allem die einzelnen Bürger gefragt, die sich möglicherweise dann auch sagen, ich verzichte halt, ja, auch wenn es schwer ist. Nur muss der Bürger natürlich auch zuerst mal verstehen, was die Vorgänge sind. Natürlich. Und darüber wird meines Erachtens viel zu wenig diskutiert. Und zum Beispiel auch solche toxischen Studien wie 2020 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben, Zukunft von Wertvorstellungen der Menschen in unserem Land. Und da ist genau dieses Bonussystem genannt als ein Modell, wie Zukunft für die gesellschaftliche Steuerung aussehen könnte. Und das setzt genau auf diese vermeintliche Freiwilligkeit. Man kann auch sagen, eine erzwungene Freiwilligkeit. In den 2030er Jahren übernimmt ein digitales Partizipativ, also Beteiligung der Menschen, klingt toll, ausverhandeltes Punktesystem, eine zentrale politische, gesellschaftliche Steuerungsfunktion. Das ist China. Das ist das soziale Punktemodell aus China. Und das wird also ernsthaft untersucht als eines dieser Steuerungsmodelle. Und das sollte uns durchaus Sorgen bereiten. Herr Hoffmann, ich habe mal neulich irgendwo gehört, wenn man jetzt also die Digitalisierung weiterspinnt, man fährt mit dem Auto und das Auto ist so digital, dass es automatisch misst, ob man zu schnell fährt und dann wird gleich das Geld abgebucht von der Strafe vom Konto. Ich meine, das sind fürchterliche Szenarien. Aber wo sehen Sie noch Gefahren in diesem Bereich, also was hier gerade auch angesprochen wurde? Was wird real schon umgesetzt? Also das World Economic Forum hat ja 2016 schon gesagt, worin die neuen Innovationsschwerpunkte der vierten industriellen Revolution liegen. Ich lese einfach mal vor. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Autonome und urbane Mobilität. Autonomes Fahren und so weiter gehört dazu, dieser Bereich. Blockchain und DLT-Technik. Datenpolitik, digitaler Handel, Drohnen und morgiger Luftraum. Vierte industrielle Revolution der Erde. Satellitennetzwerk überwachen die gesamte Erde, wo die GNU-Herden angehen und wo der CO2-Ausstoß
Ausschuss stattfindet. Internet der Dinge, Robotik, Smart Cities haben wir schon gehört. Und insbesondere auch Präzisionsmedizin. Es gibt diverse Bereiche, von allen Seiten werden wir quasi mit dieser Technik beglückt sozusagen, hat auch viele Vorteile. Das aber meines Erachtens mal in dem Präzisionsmedizinbereich, wenn wir mit Sensoren ausgestattet sind und wenn in einer Region viel Fieber gemessen wird, automatisch die Quarantäne ausgerufen wird oder so, ein bisschen zugespitzt gesprochen. Ich glaube, wenn es an unseren persönlichen Körper geht, wird es am heftigsten. Gefolgt vom Geld, von der Wirtschaft. Und es ist eben nicht alles so ganz freiwillig. Wir haben ja auch das Thema der ESGs, der globalen Entwicklungsziele von der UNO. Dann haben wir das Lieferkettengesetz, was vorschreibt, die Firmen müssen nachweisen, woher die Vorprodukte kommen und ob die gewisse Standards, ethische Standards erfüllt haben. Und jetzt wiederum gekoppelt mit der Tokenökonomie-Frage, wenn alles tokenisiert ist und digital erfasst ist, eigentlich für alle Mal für immer unlöschbar erfasst, digital, mit digitalen Identitäten auch eindeutig irgendwelche Unternehmen oder Personen zugeordnet oder Produkten. Und das gekoppelt, auch wenig bekannt, mit dem sogenannten ESAP, dem europäischen einheitlichen Zugangssystem, wo alle Daten, Handelsregister, CO2-Register, was auch immer man sich da so denken kann, in einer riesigen Datenbank bei der EU zusammenläuft und dann entsprechend, je nachdem wie das politisch gestaltet wird, auf die Daten zurückgegriffen werden kann. Sodass vieles von dem, was möglich ist, technisch möglich gemacht wird, das in den neuen verschiedenen Bereichen, die für sich jeweils gigantische Dystopien ermöglichen. Und darüber hinaus die Frage der Vernetzung der Militärtechnologie. Wir sehen auch eine Digitalisierung der Kriegsführung. Demnächst fliegen riesige Drohnenschwärme auf den Feind zu, wie es teilweise jetzt schon in der Ukraine ist. Und es wird gar nicht mehr von Menschen geführt und entschieden, wer erschossen wird, sondern von KI. Also das sehe ich auch nochmal als besonders dramatisch an. Also ich finde es jetzt ganz gut, dass in der Diskussion jetzt mal eine gewisse Differenzierung reinkommt. Es war immer so bei jedem technischen Fortschritt in der Menschheit, dass es entweder objektiven Fortschritt war, alle wollten es waren Selbstläufer, man musste es nicht durchsetzen, es hat sich von selbst durchgesetzt, oder ja, es war fast unumgänglich, aber am Ende war die Nachfrage positiv, war da. Aber die vielen Beispiele, die du jetzt aufgezählt hast, teilweise ja, Dinge, die sich von selbst durchsetzen. Die Blockchain ist übrigens keine staatliche Erfindung, sondern am Ende, zumindest soweit man glauben kann, also eher eine private Erfindung. Da kann man jetzt drüber streiten, wie das nun 2007, 8, 9 genau losging. Aber eigentlich war es keine staatliche Erfindung. Der Staat hat sie nur draufgesetzt. Also hier muss man nicht sagen, dass es brauchte den Staat, um das zu machen. Und auch sonst viele Euphemismen hier, die totale Überwachung des Fahrens ist kein Fortschritt. Also normalerweise nicht. Ich sehe nicht, dass dadurch die Verkehrssicherheit wirklich verbessert wird. Ich auch nicht. Am Ende ist das ein krasser Eingriff in unsere Personenfreizügigkeit, in unser Recht auf Anonymität. Auch und gerade natürlich da, wo ich gerade bin. Und das ist ja alles in Frage gestellt. Das ist weg. Eine zentrale Instanz und noch dazu eine anonyme Instanz. Die sind dann wirklich anonym, die Menschen, die das dann überwachen. Wir sind nicht mehr anonym unterwegs. Das ist ein völlig anderes Leben. Es ist dystopisch. Ich bleibe dabei. Und deshalb ist nicht jeder dieser Beispiele positiv zu sehen. Aber ja, einige sind positiv, objektiv. Gerade die setzen sich automatisch durch. Und vieles von dem, was hier gerade gesagt wurde, diese Freiwilligkeit, die sogenannte Freiwilligkeit, ist ja ein Stück weit auch gesteuert. Also was wir, wenn du hier der Zweck von Davos und von diesen Foren ist ja auch, Dinge vorauszudenken, nicht im Sinne von Prognosen, das wird kommen, das ist ganz toll, sondern im Sinne von, da wollen wir euch haben. Ja? Und wenn man das den Leuten oft genug in den Kopf einhämmert, dann glauben sie es irgendwann und dann glauben sie es freiwillig zu tun. Genauso ist es aber nicht. Und das ist ein großer Teil dieser Politik in diesem Zirkus hier hinter uns. Man muss es so ausdrücken, den Leuten irgendwie schmackhaft zu machen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Und dafür sind auch die Hunderttausenden von NGOs da, letzten Endes in vielen Fällen, uns Dinge scheinbar neutral rüberzubringen. In jeder Expertenanhörung merken wir, dass hier Scheinneutralität gewahrt wird. Am Ende ist aber von vornherein klar, was diese Leute zu sagen haben. Und das ist fast immer das, was die beauftragende Partei und Fraktion ihnen gerade sagt. Für die Regierung, wir hatten erst vor 2 Wochen hier eine Anhörung, wo es genauso war. Es ging genau entlang der Koalitionslinien, die von den Koalitionen beauftragten und damit bezahlten Experten haben genau die Koalitionslinie vertreten zu diesen Fragen der Haushaltsthematik. Vielleicht kommen wir ja noch dazu, zur Legalität des Nachtragshaushalts 23 und zu der Schuldenmacherei. Und die anderen haben zumindest objektiver berichtet, die halt nicht gekauft waren. Es ist am Ende über Geld gesteuert und deshalb ist digitales Geld halt doch wieder wichtig, weil man es wie leider alles moderne Geld seit der Golddeckung aus dem Nichts schöpfen kann. Und da sind wir wieder bei der Frage, Geld ist Macht. Aber
man kann das nicht so neutral sagen, das ist freiwillig und die Menschen, diese Freiwilligkeit ist in vielen Fällen gesteuert. Sie ist herbeigeschrieben. Das habe ich ja nicht in allen Fällen, das stimmt. In vielen Fällen gibt es wirklich eine Nachfrage nach Bequemlichkeit. Die Menschen sind bequem und deshalb wollen sie digitales Geld. Aber sorry, das wollen sie seit 40 Jahren. Deshalb haben sich Kreditkarten durchgesetzt. Auch ganz ohne staatliche Gesetze am Ende des Tages. Einfach nur, weil es halt bequemer war. Niemand sagt was gegen Kreditkartenzahlung. Wir sagen nur, es muss halt auch noch ein Raum für das Bargeld bleiben. Genau. Das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt, aber das unterstreicht ja im Prinzip nur das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass sozusagen die Zurückdrängung des Bargelds schon längst unterwegs ist, nämlich aufgrund der Gewohnheiten, die Menschen sich eben so angeeignet haben, beispielsweise Kreditkartenzahlungen oder PayPal oder was halt sonst alles noch so gibt. Und ich will nur sagen, dass wenn sozusagen die Gesellschaft das erstmal selber so übernommen hat für sich, dann ist es natürlich am Schluss auch umso leichter, das Bargeld vollständig abzuschaffen, weil es sozusagen sowieso so kaum noch benutzt wird. Ja, wenn es sowieso alle sich schon daran gewöhnt haben, mit Karte zu zahlen, dann ist der letzte Schritt, die letzten 5 Meter sind dann wirklich gar nicht mehr so schwer. Und deswegen ist sozusagen auch dieser Gedanke, dass die Menschen es vielleicht sozusagen dann sich vergegenwärtigen müssen, was ihnen eigentlich wichtig ist. Und dazu möchte ich nochmal eins sagen zu dem Begriff Digitalisierung als Ganzes, der ja sozusagen ein bisschen über dem ganzen Thema hier steht, was wir heute besprechen. Ich denke auch, dass der sowieso nach wie vor eigentlich vielleicht zu positiv besetzt ist da draußen. Sehr, sehr positiv besetzt. Alle denken immer, Digitalisierung ist was Tolles. Mhm. Ja. Aber vielleicht muss man doch auch mal fragen, ist es wirklich Fortschritt oder ist es nur Veränderung? So wie Herr Böhringer das gerade schon gesagt hat. Ja. Und ich denke auch, dass die Digitalisierung an vielen Stellen eigentlich Veränderung gebracht hat, nicht unbedingt Fortschritt. Und das sehe ich auch ganz bei ganz banalen Dingen. Wenn ich mir überlege, der Bürobetrieb da hinten im Bundestag in diesem Zirkuszelt. Zirkus wollte ich gerade vermeiden, das Wort, aber stimmt natürlich. Ja, da werden wir tagtäglich mit Tausenden von E-Mails, und ich glaube, es ist keine Übertreibung, geflutet. Ja. Und vor der Digitalisierung ging es auch ohne, aber es gab eben nicht jedenfalls 1000 Briefe jeden Tag. Ja. So. Und sozusagen, trotzdem hat das System irgendwie funktioniert. Ja. Und da frage ich mich halt schon, ist das jetzt wirklich eine Verbesserung gewesen? Sind wir effizienter, effektiver geworden oder haben wir uns einfach nur mehr Arbeit geschaffen? Ja, und da sehen wir halt auch, diese Digitalisierung ist vielleicht nicht unbedingt nur Fortschritt, das ist einfach der Rahmen verändert sich. Ja, und das müssen die Menschen auch mal begreifen, auch im Bildungswesen ist ganz, ganz wichtig. Ja, auch da führt es eher zu einer Verdummung als zu einer Weiterentwicklung. Und insofern ist auch ganz, ganz wichtig, dass wenn wir gegen den digitalen Euro, der jetzt sozusagen über allem hier steht, auch sagen, wir müssen überhaupt die Frage der Digitalisierung mal ganz grundlegend stellen. Wie weit wollen wir da eigentlich gehen? Ja? Also jetzt muss ich wieder reingehen. Lisa, ich bin Informatiker und mein Leben hat sich schon fundamental verändert mit dem Studium 1990, 91, 92, mit der sehr, sehr frühen Digitalisierung, als sich noch relativ wenige wirklich damit beschäftigt haben. Und damals sind schon im Internet, also etwas später dann die Fragen gestellt worden, ist es nicht gesteuert? Das ARPANET, das Urinternet, gab es schon seit 1969 und war eine militärische Erfindung. Man kann diesen Punkt machen. Trotzdem glaube ich, dass die Segnungen der Digitalisierung, also ich spreche jetzt gegen das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, aber ich würde nicht so weit gehen, wie du jetzt gerade, die gesamte Digitalisierung in Frage zu stellen und wirklich zu sagen, wir wollen jetzt wieder zurück in eine reine papiergebundene Welt. Es war schon ein anderes Leben, bis alle ein Handy hatten 1995 und bis alle ein Smartphone hatten irgendwie 2010. Es war ein ganz anderes Leben. Natürlich kann man sagen, es ist jetzt war damals langsamer, gemütlicher und auch nicht schlecht. Die Leute haben noch selbst gedacht, die Leute hatten noch Orientierung ohne GPS-Koordinaten im Handy. Das stimmt alles richtig. Aber ganz zurück in die 70er, 80er, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir das noch wollen. Also erstens geht's nicht. Das war dann doch eine Zeit, wo es teilweise sehr ineffizient ging. Also so weit würde nicht mal ich gehen, als das du gerade gesagt hast. Deshalb ist die differenzierte Debatte hier so gut und so wichtig, dass wir halt, die AfD macht sich Mühe, die Dinge zu trennen zwischen dem, was Sinn macht und dem, wo wir halt sehr skeptisch sind und dann Dinge, wo die absolute No-Gos sind. Das ist eine Abwägung. Vielleicht zum Ende der Sendung jetzt mit Blick auf die Uhr. Sie haben eben gesagt, die Menschen sollen weiter bar bezahlen. Ich möchte nochmal einen Ausblick auf das geben, was jeder einzelne Bürger machen kann. Also es ist einfach ein Schreckensszenario, was da am Horizont steht. Aber vielleicht können Sie auch nochmal ein paar Tipps geben, wie wehrt man sich dagegen? Was kann jeder Einzelne in seinem Tagesablauf machen? Also ich bin natürlich, das kann ich nur wiederholen, zahlen Sie bar so viel Sie können, überall. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ich mache das aus politischer Überzeugung und das ist mal das Erste. Und ansonsten
Ich bin natürlich jetzt kein IT-Experte, ja, aber es gibt zumindest schon Möglichkeiten, sag ich mal, sich nicht allzu stark im digitalen Raum zu exponieren, mit Verschlüsselung zu arbeiten und ja, entsprechende Software zu benutzen oder Geräte zu benutzen, die eben nicht so leicht zu knacken sind. Dann kann ich nur sagen, die analoge Welt ist die eigentliche Welt. Ja? Das darf man nicht vergessen. Ja? Herr Dr. Rothfuss, Sie haben eben gesagt, bleiben Sie standhaft gegen die Impfung. Was sind Ihre Tipps für die Bürger? Was? Ja, ich denke, wenn wir letztendlich das Szenario vor Augen haben, dass die digitale Welt über die analoge Welt in Zukunft herrschen soll, das zeichnet sich ja gewissermaßen ab, dann müssten wir eigentlich an einem Gegenentwurf arbeiten, an einem positiven. Und wir müssten die Vernetzung der Menschen in einem regionalen Kontext verstärken, dass die Menschen zusammenarbeiten, miteinander in Austausch stehen, um A, aktiv in der Demokratie auch die Stimme erheben zu können, B, aber auch sich selbst versorgen, sich ergänzen zu können mit den verschiedenen Fähigkeiten. Denn das ist es, was Handlungsautonomie des einzelnen Menschen vergrößert. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wenn der Staat eben Handlungsautonomie wegnehmen will, dann müssen wir als Menschen dafür sorgen, dass wir nicht komplett erpressbar werden. Herr Dr. Hoffmann, Ihre Tipps? Also ich finde, die ganze Digitalisierungsdebatte bietet auch die Chance zu reflektieren, was überhaupt wahre Menschlichkeit ist. Was können wir uns von der Technik abnehmen lassen? Was sollten wir selber entscheiden, was das eigentlich Menschliche? Das bietet auch eine Chance zur Entwicklung, zur spirituellen Entwicklung. Okay. Herr Böhringer, Ihre Tipps? Ja, wie sollen wir das noch abbinden? Ich habe ja schon relativ viel gesagt, aber es war sehr schön. Die These, die analoge Welt ist die wahre Welt. Da ist was dran. Trotzdem, und da bin ich halt doch Informatiker, ein bisschen kann man das Leben sich besser machen. Das ist ähnlich wie bei Corona auch. Ich glaube, die moderne Medizin kann man nicht in Bausch und Bogen verwerfen. Das hat Dinge ermöglicht, die vorher undenkbar waren. Wir haben die Kindersterblichkeit durch Hygienemaßnahmen runtergebracht und einige Krankheitsbehandlungen, ich spreche jetzt nicht unbedingt von Impfungen, haben die Welt besser gemacht. Und so muss man es hier auch sehen. Man muss das Digitale annehmen, was freiwillig sich ohnehin durchsetzen würde und was einem im persönlichen Leben hilft. Aber wir helfen Ihnen auch als AfD etwas konservativer als vielleicht andere Parteien. Nicht jede Propagandaeinrichtung. Digitalisierung ist immer gut, kritiklos zu übernehmen. Die Schweiz ist auch als extrem konservatives Land relativ gut damit gefahren, über Jahrzehnte, Jahrhunderte inzwischen, manche Dinge etwas langsamer zu adaptieren und zu übernehmen. Und sie ist nicht technologisch abgehängt worden. Sie ist auch nicht wirtschaftlich abgehängt worden, obwohl sie praktisch keine Rohstoffe hat. Sie ist gut damit gefahren, manche Dinge einfach 5 bis 10 Jahre später zu machen oder dann vielleicht schon wieder nicht mehr zu machen, weil die dann sich nicht bewährt haben oder nicht mehr en vogue sind. Also das ist ein kleines Plädoyer für Konservativismus. Das heißt aber nicht, dass wir gegen die Moderne sind. Und deshalb, glaube ich, finden wir den richtigen Mittelweg. Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, mit Blick auf die Uhr ist die Sendezeit vorbei. Ihnen sei vielleicht am Ende gesagt, machen Sie aus dem Zirkus wieder ein Haus der Vernunft, wählen Sie blau. Schön, dass Sie heute unsere Gäste waren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und danke in die Runde. Ne? Und danke in die Runde.